So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Video hier bei DymoTV. Ich bin's wieder, Jan Schottek, und möchte euch heute mal keinen Wohnwagen zeigen, sondern ein Anbauteil eines Wohnwagens, und zwar den sogenannten Truma Mover XT4. Also, als erstes ist es ein Doppelachser-Mover. Zweitens ist es meiner Meinung nach den besten und den teuersten, den es aktuell auf dem Markt gibt. Sollte dies nicht der Fall sein, ihr kennt Alternativen, dann schreibt mir natürlich gerne mal in die Kommentare, was es für Alternativen sind. Und zwar, wie funktioniert der ganze Spaß? Was muss ich machen, um ihn überhaupt in Betrieb zu bringen? Wie läuft das mit dem XT4 ab? Und deswegen mache ich euch heute das Video und zeige euch mal, wie der ganze Spaß so funktioniert. Als allererstes müssen wir uns, dadurch, dass der Mover XT4 keinen separaten Trennschalter hat, sondern nur diese Dose, die hier als Trennschalter gilt, damit das Steuergerät Strom kriegt, müssen wir diesen hier nehmen und den hier vorne wie beim Auto ganz normal reinstecken. So, wenn ihr dann damit fertig seid, macht ihr die Fernbedienung an und die verbindet sich sofort mit dem Mover, sobald hier oben das grüne Lämpchen permanent leuchtet. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so ein bisschen gehört habt. Der hat auch einen kleinen Feedback-Ton gegeben. Ich denke mal, das kam jetzt nicht so gut übers Mikrofon rüber. Aber jetzt können wir Folgendes machen. Wir haben hier unten 4 Tasten. Diese beiden Tasten sind dafür da, weil es ein vollautomatischer Mover ist, die Walzen an den Reifen zu bringen. Und die drücken wir am Ende, um den wieder von den Reifen zu bringen. Das heißt, wir lassen die jetzt mal gedrückt, 2-3 Sekunden. Und jetzt hören wir das schon tatsächlich, sehen es aber auch. Und zwar fahren jetzt alle 4 Walzen im gleichen Akt an den Reifen dran. So, wenn ihr dann wirklich wisst, okay, die Walzen arbeiten nicht mehr, dann können wir natürlich wieder nach vorne gehen und können die Handbremse lösen. Und ein kleiner Tipp für Doppelachser, damit er die Kurven ein bisschen besser macht, müssen wir tatsächlich den so weit es geht nach oben kurbeln. So, jetzt fahren wir den Wagen mal hier von der Wand so ein bisschen weg, und zwar in die Rückseite hin. Das heißt, wir haben jetzt als allererstes diesen Hebel, den wir nach vorne wie nach hinten. Und sobald wir den jetzt komplett nach hinten machen, seht ihr, bewegt sich der Wagen. Und dann haben wir wie bei den Fahrzeugen oder bei diesen kleinen Spielfahrzeugen für die Kinder, haben wir hier oben so einen kleinen Joystick. Und mit diesem Joystick kann ich dann am Ende die Kurven fahren. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ich will jetzt ein bisschen von der Wand wegkommen. Und das heißt, wenn ich ein Stückchen weiter in die Richtung fahren will, mache ich einfach Folgendes. Ich drehe den ein Stück und er macht automatisch die Kurve in dem Radius, so wie ich das möchte. So, wenn ihr dann wisst, ihr seid rechts wie links vom Platz her gut bedient, möchte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen, wir können nämlich Folgendes machen. Wenn wir sagen, okay, es geht gerade Richtung Auto, wir wollen jetzt nicht mit voller Geschwindigkeit fahren, können wir den mit ganz viel Liebe nach vorne schieben. Und ihr seht, umso mehr ich nach vorne gehe, umso schneller arbeitet der Mover. Natürlich geht der ganze Spaß auch nach hinten in der Geschwindigkeit, wie ich das haben möchte. Und ihr wisst natürlich, das Thema Kurvenfahren beim Doppelachser mit dem Mover ist immer so eine Sache. Ich muss euch aber sagen, bei dem Truma XT4 ist es wirklich so, ihr könnt wirklich mit vollem Anschlag die Kurve verlangen. Und ihr seht selber, natürlich verschränken sich die Reifen ein bisschen, aber ihr könnt wirklich Kurven fahren, wohin das Auge reicht, wohin ihr wollt, ne? Und das ist wirklich echt ein geiler Mover, ne? Also den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr wirklich einen vernünftigen Mover unter eurem Doppelachser haben wollt, ne? Weil ihr seht ja selber, ne? Der Wagen, der hat jetzt zum Beispiel ein Leergewicht von 2,5 zugelassen, ne, und er bewegt den, als wäre es halt einfach nicht. Wenn ihr dann endgültig mit eurem Rangiervorgang fertig seid und ihr wisst, okay, so soll der Wagen stehen bleiben, dann müsst ihr natürlich als allererstes die Handbremse ziehen. Weil sobald wir natürlich die Walzen abfahren, rollt uns der Wagen natürlich bei der abschüssigen Oberfläche natürlich weg. Ne? So, das heißt, wir drücken jetzt diese Knöpfe. So, jetzt hören wir es wieder. Die Walzen, die fahren ab. In diesem ganzen Akt beim
Anfahren der Walzen, beim Abfahren der Walzen dürft ihr nicht folgenden Fehler machen. Ihr müsst, wenn ihr wirklich wisst, dass am Ende die Walzen abgefahren sind, dann macht ihr ganz normal, jetzt blinkt sie hier noch grün, macht ihr die ganz normal aus und erst dann könnt ihr diesen Stecker vorne wieder abnehmen. Weil würdet ihr das in dem ganzen Akt machen, wo die Reifen noch dran sind oder wo ihr gerade am Rangieren seid, dann gibt es am Ende nur Fehlercodes, Probleme, da müsst ihr wieder ans Steuergerät dran, Reset-Knopf drücken. Das wäre halt im Urlaub, wenn ihr auch aktuell vielleicht auch mal im Stress seid, wäre das halt nicht so gut. Ne? Von daher wirklich in dem ganzen Akt immer den Stecker vorne drin lassen, da wirklich nicht irgendwie ein Risiko eingehen, dass ihr am Ende die Walzen nicht mehr abbekommt. Und dann läuft der natürlich einwandfrei. Ansonsten, wenn ihr Interesse an dem Mover habt, ihr habt schon einen Wohnwagen, ihr wollt einen Wohnwagen haben und seid auch am Überlegen, welchen Mover ihr nehmt. Wie gesagt, der XT4 ist die beste Wahl, ist natürlich auch sehr teuer, der geht halt so bei 5.500 bis 6.000 Euro los. Und da müsst ihr halt am Ende wissen, ob euch das auch wirklich am Ende wert ist. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag. Ruft mich an, wenn ihr Fragen habt. Alles Gute, ciao.